Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skabninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt etter de monstrene i skogen. For 3 dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du bør bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen. Folket ditt skaper et monster her i dine bygningen, fatter du? Forut. Thank you.
Greit. Greit. Det er alt for mange soldater. Warum passiert das immer wieder? Verdammte Karre! Ständig läuft Öl aus. Mann! Ihr hättet diese Felder sehen. Hey! Bist du beschäftigt da oben? Das meine ich. Nein, nein. Nur zwei Idioten, die ein Auto reparieren. Brüder, ohne Jungs. Hätte es sein müssen. Warum klappt das nicht? Hey! Siehst du was da oben? Keine Bewegungen. Alles ruhig im Moment. Ich nicht der Feind bin. Wir haben Handel heute den Knapp. Ich so zu ihr. War meine erste Nacht in den Sternen, rauchten und redeten als wäre ich dran. Was? Vorsicht! Es ist einer von denen! Sie machen wir fertig! In Sicherheit, dachte ich zumindest. Was sind Sprechgutschnaufi? Ein Schaffes hat ihm direkt in den Kopf geschossen. Genau so nicht, dass sie können. Hä? Ist das noch jemand? Warnung. Jeder? Weil ich mich eine Dichte so gegen den Flammen aufgehen kann. Also diese Dame. Wie sehr liebst du mich? Ich antworte, blick hinauf in die Sterne. Wie schön. Was ist das? Was? Eben. Ich so zu dir. Sind die Sterne. Gelb und so weit auseinander. Warum? Verlobung, wie ein Schmeiß. Falls Sie durch eine Dienst
richtige Bewegung in Flammen aufgehen kann. Frag mich also diese Dame. Wie sehr liebst du mich? Ich antworte, blick hinauf in die Sterne. Siehst du es? Das ist klar. Eben. Und ich so zu ihr. In die Sterne. Ja, was gibt's? Ja, so gelb und so weit auseinander. Warum deine Verlobung wie ein Schatz, weil sie durch eine winzige Bewegung in Flammen aufgehen kann. Frag mich also diese Dame, wie sehr liebst du mich? Ich antworte, blick hinauf in die Sterne. Das ist hart. Eben. Ich so zu ihr. Sind die Sterne. Hey, bist du der, der in seine Stiefel gekotzt hat? Warum deine Verlobung wie ein Schrei? Weil sie durch eine winzige Bewegung in Flammen aufgehen kann. Frag mich also diese Dame. Wie sehr liebst du mich? Ich war während deines Mörderbeschusses, als plötzlich zwei badische Soldaten an meinem Splittergraben auftauchten und... Einer von denen! Thank you.
Der Wunde schicken Sie ihn nach Hause, das geht gar nicht anders. Wir können nicht alle Helden sein. Dafür gibt's nicht genügend Ort. Ich will auch bald nach Hause. Ein verdammt trauriger. Bevor Sie abfuhren, kam er auf einen gelaufenen Weg. Ich hab das Kriegszittern, ich will auf den Laster! Das verstört, wie sich ihn gewehrt. Weg war ich. Aber eine Stunde später kam er wieder. Er ist voll da in der Niederlage. Er hat sehr unschöne Gefühle, sein Hauptmann würde mich fragen. Der Hauptmann ist ziemlich schlecht gelaunt. Ihm sind Ideale wichtiger als die Realität. Er nimmt diesen ganzen Krieg sehr persönlich. Er ist schuld an dieser Niederlage. Er gibt sich selbst die Schuld für das, was passiert ist. Seine Zeit hier ist abgelaufen. Wende dein Gewehr, Kameraden. Dafür wird dir einiges blühen. Für eine Schachtel Zigaretten leuchte sauber. Der Hauptzweck ist. Das ist der besser versteckt. Sauberkeit ist eine Tugend, Soldat. Bring das in Ordnung. Dieses Gewehr könnte ein bisschen Spucke und Politur vertragen. Dafür wird dir einiges blühen. Frisch poliert ist halb gewonnen, hat meine Oma immer gesagt. Der Hauptzweck ist. Der besser versteckt. Brünett möchte ich wetten. Könnte seine Frau nicht von deinem Hintern unterscheiden. Weiber sind keine Träne wert. Er hat Probleme mit Frauen. Ja, wo die herkommt, gibt es noch Lauf mehr. Welche Probleme er auch hat. Wir waren so müde, dass wir kaum zu unserer Sätten schaffen. Aber wir wussten, dass es schwer sein würde, klar. Friedrich hatte die Idee, die Friedrich zu verhalten. Ein Mann liegt auf dem Nerven und sagt zu seiner Frau, es war der schlechte Schlaf von der Mutter. Was
glaubst du, warum? Demnächst fällt er nach dem Mond an. Gehst du mit den Rationen? Ich war nicht mal leichter. Hey! Mach auf und statt Regen, Kälte und Hunger liegt in einem. Als ich das Bewusstsein. Der Munitionswagen muss verschoben werden. Wer hat gerade nichts zu tun? Die Rationen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.
Was hast du entdeckt? Ich hab dich! Weiß nicht. Dann sieh nach! Viel Lärm und der Hauptmann hat Gift.
Wurde er? Ja, du her? Fullt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det Jeg og du med en nøtt og stopper det. Følg meg. Hva har skjedd? Skal til deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. De kommer snart. Pass døra. Skynd deg! Det kommer noen. Det kommer flere. Vi må dra. Ikke ennå. Vi må finne ut hva som foregår. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Jeg må stoppe dem for å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke plass bort hver tid. Gå! Vi møtes på brua.
Thank you.
verdammten Turm!
Seine Füße waren schwarz und angeschwollen wie Ballons. Er wollte sie in heißes Wasser tauchen, aber der Schmerz war zu groß. Also trugen durch den Arm. Wunden waren durch Frostbeulen, sagte er. Aber wir mussten es schlimmer machen. Lastbilen. Nå med sjansen. Fort! Før de kommer seg over bro. Vi følger etter dem. Dette vår vei ut. Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du?